Das sind dicke. Das ist eine ziemlich dicke Schicht. Das wird Pyrit sein. Das ist eine starke. Richtig schwer. Das liegt schon seit Jahrhunderten hier rum. Pyrit, aber da steckt auch was drin. Überall. Das ist es minimal. Ja. Kupferkies ist das, aber schon richtig verwaschen. Es glänzt nicht mehr richtig. Das ist ein anderer Klopf. Was kommt da dabei raus? Man sieht nichts. Glitzert. Das heißt aber, dass da nichts dabei wäre. Das ist ein mikroskopisch. Eingesprenkelt, mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen. Das ist das Thema. Ach, da ist wieder so ein Brocken. Und das ist ja. Massiv. Pyrit. Aber solche Brocken liegen hier. Ich pack's mal rein. Da ist auch was drin. Nach dem Motto, stampfe und rauswasche. Das ist die einzige Option, wo man da hat. Muss man auseinanderklopfen. Das Zeugs liegt überall. Massiv.
Auch wieder ein Stück Pyrit. Da liegen tausende Tonnen von dem Zeugs, liegt hier. Tausende. Das ist unglaublich. Wenn man da eine Tasche voll hat, das kannst du kaum tragen. Das ist bockschwer, das Zeugs dazu noch. Das stammt alles vom Berginneren. Wir sind irgendwann einmal die Bergleute nach Hause geschafft. Sie haben ja auch immer überkuttet oder mehr, zwei oder dreimal überkuttet. Was das auch immer bedeutet. Richtig verwaschen. Das sieht man gar nicht richtig. Auch wieder Pyrit. Na, da kommt wieder eine Schicht raus. Sogar eine dicke. Also das findet man bloß hier. Beim Brettsee habe ich zwar was gefunden, aber das ist Glasstein. Und da gibt es ja auch die Metalleinsprengelungen. Da liegt ein Broker. Da könnte schon was drin sein. Tja. Ist ja auch nicht leicht. Das wird die Bergwerksküche sein, die da die Abfälle mit abgelagert hat in der Gerödelhalde. Kann man schon wieder 10 Minuten
Sonnenschein. Ein Ding. Kommt, wenn man das alles nachbeugt. Das war ein leichter Stab zum Bauen. Da haben sie sich durchgearbeitet zur Hauptader, zum Gang. Was kommt denn da raus? Rabitzblech. Das ist Olmbrocker Pyrit. Sieht man. Da brauchst du Hebeisen zum Rausholen. Drin. Die Erzadern, die haben sich durch das Schiefermaterial durchgezogen. Scheinlich egal, wo man das sucht, man findet überall ein bisschen was. Minuten.